Wir haben das gespürt in den 2 Wochen vor dem Darmstadt-Spiel, als wir mit 19, 20 Profis trainiert haben. Es war so offensichtlich eine neue Qualität im Training, so offensichtlich eine ganz andere Anspannung, eine ganz andere Gruppendynamik zu erkennen, dass uns das sehr, sehr zuversichtlich gestimmt hat. Wir haben die Wintertransfers daraufhin ausgelegt, neue Konkurrenzsituationen zu schaffen, ein paar Personal, also und auch ein paar Engpässe zu entspannen und müssen feststellen, dass es nur ein einziges Spiel gab in der ganzen Saison, wo wir überhaupt einem Lizenzspieler gesagt haben, dass er nicht im Kader ist. Ansonsten sind wir, glaube ich, würde ich jetzt aus dem Bauch sagen, mindestens 75% aller Spiele mit freien Plätzen auf der Bank gewesen. Wir haben natürlich Jugendspieler mit eingegliedert, wir haben Jugendspieler mit auf der Bank gehabt. Aber gemessen an dem Anspruch und gemessen, was es mit einer Mannschaft macht und was, wie sehr es jeden Einzelnen pusht, in einer gesunden Konkurrenzsituation einfach zu sein, jede Woche, jeden Tag, hat das natürlich einen Einfluss und es spielt natürlich eine Rolle in dem Saisonverlauf.